Wir sind noch in Redelaune, ne? Das erste Interview heute, deswegen glaube ich, haben wir noch... Ja, vielleicht können wir unseren Gig ein bisschen nach hinten verschieben. Aber es ist ungefähr so ein bisschen so, wie wenn sich irgendwie Arjen Robben, Mats Hummels und Tiger Woods zum Fußballspielen treffen. So, ich kann nicht rappen. Deswegen ist die Sache für mich erledigt. Und für euch? Noch lange nicht. Hallo zu Scratch, dem Interview mit der Gamebox und heute mit Okay Kid. Hi. Hi. Schön, dass ihr da seid. Ich freue mich sehr. Gerne. Jonas, du bist der Kratzbeauftragte. Ja. Wie du siehst, vor dir ist die gelbe Box, die du einfach anfangen kannst aufzukratzen. Okay. Was auch immer du oder ihr gleich seht, ich werde eine Frage dazu stellen und das ist das Prinzip. Alright. Du kannst einfach anfangen, wo du willst. Das macht es so einen komischen Sound, der wehtut. Kommt ein bisschen drauf an, wie gut du kratzt. Das geht. Es geht, ne? Lügen. Boah, was könnte das heißen? Lügen. Hinterzimmer. Hinterzimmer. Lügenhinterzimmer, genau. Hits. Lügenhits. Richtig. Und zwar, was ich gemacht habe, ich habe mir euer Album Sensation und auch die letzten Releases ganz genau angeschaut. Vor allen Dingen die Worte, die ihr benutzt und die ihr geschrieben habt. Und die Worte, die ihr am häufigsten verwendet, da habe ich eine Auswahl hier auf diese Folie gepackt. Und das bedeutet, Lügenhits verwendet ihr natürlich durch den gleichnamigen Song ganz schön oft. Okay. Ja. Alles nur noch Lügenhits. Deutsche Musik nur noch Lügenhits. In dem Song Lügenhits dreht ihr die Lügenpresse auf euch. Ihr seid sogenannte Lügenmusiker. Was glaubt ihr bei Lügenhits? Inwiefern können denn Lügenhits bei der aktuellen Debatte, bei dem Rechtsruck, bei dem ganzen Zeug, was eigentlich gerade so passiert, helfen? Wir haben halt das Jargon von Pegida und AfD und so genommen, was gegen Lügenpresse geht, um das eben auf die Musik zu projizieren. Und was würde passieren, was gar nicht so abwegig ist, wenn man sich das mal so anschaut heutzutage. Also für uns ist es mega abwegig, aber es liegt sogar relativ nah, dass Leute irgendwann sagen, ey, deutsche Musik ist nur noch gelogen und wir sind die Fans und wir brauchen mehr Musik vom Volk fürs Volk. Also dann ist es doch gar nicht so abwegig. Und das ist einfach Es war einfach so ein Gedankenspiel, glaube ich. Wenn man es aber jetzt wieder umdreht, also quasi von der Musik, von den Lügenhits auf das, was wirklich passiert, dann merkt man so, okay, alles klar, es ist irgendwie doch da und man redet darüber und es ist gar nicht so absurd, also in der gesellschaftlichen Diskussion gerade. Ja. Ja, ihr treibt es da ja auch im Video ganz schön krass auf die Spitze. Habt ihr denn in irgendeiner Form mitbekommen, was es bei den Leuten? Hat es sie irgendwie berührt? Hat es die richtigen Leute eurer Meinung nach getroffen? Was war eure Erfahrung, nachdem ihr das so rausgeschickt habt in die Welt? Was zum Beispiel krass war, wir haben das Video in Berlin gedreht und da gab es, das waren ja alles quasi Fans von uns und dann gab es eben diese Störergruppe, die reinkommt und unser Konzert sprengt sozusagen und das war ja sozusagen alles artifiziell, aber ein paar Leute haben so gesagt, so, ey, das ist mir zu krass. Ja. So, ich muss jetzt hier raus, weil die Stimmung zu krass ist. So. Krass. Weil das irgendwie dann so, das war zwar alles nur gespielt, aber die Situation war dann doch so real, dass anscheinend ein paar von unseren Fans dann doch so, da haben so, gegen so ein paar Alarmglocken an. So. Eigentlich nicht, weil es ist ja eigentlich klar, okay, das ist quasi ein Set so. Ne? Mhm. Aber wenn das halt in so einem Setting schon so funktioniert und Leute dadurch schon Angst bekommen, so, dann war das so, gibt einem war zu halt denken. Das Gedankenexperiment so, oh krass, wenn das jetzt wirklich passieren würde, so, dann... Ja. Hat irgendwie so eine krasse Realität dann bekommen. Siehe das Buch Die Welle zum Beispiel. Ja, genau. Alte. Bin ich gespannt. Alte. Hast du ein bisschen so. Zu Hause, du alte Scheiße. Alter Stil. Fünf Sterne Deluxe. Vier von fünf. Vier von fünf. Jemand hat sich Sensation geholt und hat eurer Platte vier Sterne gegeben. Ich möchte das einmal vorlesen, wenn ich darf. Und zwar hat jemand geschrieben, anfangs war ich etwas enttäuscht. Ich fand Okay Kid hatte etwas ihren alten Stil verloren und es war eine wirklich düstere Stimmung, die sich durch die Platte zog. Nach und nach fand ich immer mehr Lieder, die mir wirklich sehr, sehr gut gefallen haben. Und ich muss sagen, auch unter euren Musikvideos habe ich immer öfter gehört, dass die Leute gesagt haben, okay, als ihr die neue Platte rausgehauen habt, da musste ich erst noch einmal zuhören und noch einmal mir die Lieder anhören. Und am Anfang war es etwas anders für mich und dann war es cool. Und war das bei dir auch so? Bei mir war es hat mich ein bisschen überrascht, aber ich fand es tatsächlich, ja, so auch erst beim dritten Mal hören oder so, habe ich dann so ein bisschen auch mehr durchgecheckt, muss ich sagen. Ich musste die Lieder halt öfter hören, um sie mal allein zu verstehen. Ja, wir haben mit dem Album, das kann man sagen, mit Sensation, unsere Fans ein bisschen verwirrt. Wir haben darauf
Pop-Songs gemacht, wollten ein Pop-Album machen. Und die Songs schreien auch schon nach Aufmerksamkeit. Nach und nach kommen die Leute wieder. Aber es hat, oder als wir das rausgebracht haben, wir haben viele Nachrichten gelesen, die das nicht verstanden haben, diesen Weg so zu gehen. Ja. Und dann, ja, jetzt klingt er ja genauso wie, ich sage jetzt keinen Namen im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, aber so, keine Ahnung, wie Mainstream-Deutsch-Pop halt, Radio-Pop klingt. Und ja, so, okay, wenn du das glaubst, dann habt ihr das, glaube ich, nicht verstanden, weil das ist ja eher eine Persiflage oft drauf, als dass es wirklich so gemeint ist. Manche waren halt voll abgefuckt und haben so gefragt, so, ey, wollt ihr uns verarschen, dass ihr so ein Album macht? So, und die anderen sagen so, ey, das ist der krasseste Grower und das ist, wow, mir ist eine neue Welt aufgegangen. So. Mhm. Und dazwischen gibt es halt so 1000 Meinungen. So. Das war super interessant. Heißt, man kann mit den 4 Sternen auf jeden Fall leben. So. Die 4 Sterne, es war auch immer, also von den Kritikern wurde das Album eigentlich ziemlich geliebt. Und von den Fans irgendwie nicht durchgängig. Und das Krasse fand ich eigentlich so, ja, was du gerade meintest, so, wollt ihr es eigentlich verarschen, könnt ihr jetzt nur noch Ironie. So, und so, ey, das ist, also, ja, ist viel Ironie dabei, aber ist auch verdammt viel, es war auch so das Persönlichste, so was jetzt er gerade meinte mit hinterher. Ja. So, das ist der erste Love-Song. Und der wird dann einen um die Ohren gehauen, das war... Oh, das ist schade. Ja. Taschentuch. Sensation. Titeltrack, ja. Genau. Sensation. Sensation. Allein auf dem Albumcover sieht man eigentlich so ein bisschen, dass ihr ein gespaltenes Verhältnis dazu habt. Man sieht viele Emotionen, die sind alle sehr intensiv. Ich musste so daran denken, ich glaube, jeder, ich auch, hat schon so eine Sensationsgier in sich, wie es bei euch? Natürlich. Wie sensationsgierig seid ihr? Sehr. Wirklich? Ja. Wann? Das fesselt mich schon. Also ich weiß noch damals, 2001, 9/11, das war das Schlimmste, was ich jemals live im Fernsehen mitverfolgen konnte bis zu der Zeit. Und trotzdem habe ich hingestarrt und dieses Zwischending zwischen, es ist schlimm und das zu wissen, aber trotzdem... Die Gier zu haben, mehr zu sehen und das ist ein ganz ambivalentes Feeling. Voll. Aber jetzt nicht so, also die richtige Sensation. Ich bin jetzt nicht so affin dafür, so jeden Scheiß anzuklicken, nur weil er mir eine Sensation suggeriert, was dann... Du fällst nicht auf Clickbaiting rein. Ja, schon. aber das finde ich nicht geil. Also ich falle halt drauf rein, aber ich finde es dann, ich geil mich dann nicht daran auf, dass irgendwelche Pseudonews... Ja. Wie ist es bei euch beiden? Also ich weiß auch noch, ey, bei der Love Parade habe ich irgendwie so 4 Stunden einfach, keine Ahnung, wo auf Phoenix oder NTV, die machen da immer so Reportagen. Ich habe mir das die ganze Zeit reingezogen, weil ich auch so berührt war von dieser Situation. Also es hat mich wirklich so ergriffen, weil, keine Ahnung, wir hängen ja auch, also wäre jetzt auch nicht undenkbar, dass man auf so einer Veranstaltung irgendwie da selbst reingerät. Oh, da sind wir im Wald. Richtig. Da muss Raffi. Der ist da auch noch mit drin. Bist du links von mir? Oder drunter, ich oder? Schon. Da, links, links, genau. Okay. Ihr habt drunter geschrieben, wir sind im Wald und machen jetzt eine Woche lang Musik. Vielleicht wird's geil, vielleicht nicht so geil. Fangen mit nichts an und schauen, wo es hingeht. Ihr habt euer Album rausgebracht und dann habt ihr euch gedacht, nö, jetzt gehen wir nochmal in den Wald und schauen, was passiert. Wieso habt ihr den Drang verspürt, überhaupt in den Wald zu gehen? Das hat mit dem Wald gar nicht so viel zu tun. Das war eher ein Zufall. Aber wir haben den Drang jetzt gespürt, nach dem Album auch schnell weiter Musik zu machen, was auch den Hintergrund hatte. Nach 3 Alben auf dem Major sind wir jetzt independent, das heißt, wir machen das selbst und haben einfach Lust, wir drei machen Musik. So, Raffi macht einen Beat, Moritz komponiert, ich schreibe einen Text und wir machen Songs schnell fertig und wollen die schnell raushauen für die Leute und die Leute mitnehmen, dass sie dabei sind und nicht immer nur das große Album machen, wo du dann irgendwie 3 Jahre dran sitzt und dann so eine lange Promoreise hast und dann die Tour spielst, sondern wir wollen einfach viel schneller irgendwie interagieren und Musik machen, die wir jetzt fühlen und jetzt rausbringen, ohne den ganzen Kladderadatsch drumherum. Wie war diese Erfahrung für euch, da jetzt einfach mal zu sagen, yo, wir machen das jetzt in eigener Hand, wir gehen dahin, fokussieren uns jetzt eine Woche lang nur da drauf und schauen, was passiert? Das ist einfach geil, wenn du in so einem Ort bist und quasi so alles geresettet hast, weißt du, es entsteht, also wenn wir jetzt in unserem Studio sind oder so, dann ist halt sofort dieses Setting da so, das ist ganz klar zum Musikmachen geschaffen
Und wenn du in ein Haus kommst, war halt so ein super geiles Haus am, also in Königs Wusterhausen, so südlich davon. Und da gibt es halt überall Seen, das lag direkt am Fluss. Und das ist eigentlich ein Setting, was gar nicht dazu geschaffen wurde, um Musik zu machen. Dann ist aber genau geil, sich da hinzusetzen so, und von null irgendwas anzufangen. Ja. Und das war halt so eine Freiheit, die irgendwie nach einem Album, wenn du jahrelang auf einem Album hinarbeitest oder so, dann eine sehr lange Phase, Album-Writing, dann Produktion hast und diesen ganzen Aufwand, der damit zusammenhängt, so einfach mal so von null quasi irgendwas zu starten und das auch ganz einfach rauszubringen, ist ein ganz anderes Gefühl von diesem ganzen Prozess so. Und das war super geil. Wut. Wut. Das ist nicht aus eurem, also auch aus eurem Song, aber das ist vor allen Dingen ein Kommentar. Unter dem Video zu Wut lass nach. Du kommst immer dann, wenn es mich ab und zu erwischt und ich für einen Moment lang glaub, der Mensch ist gut, so wie er ist, aber... Da hat jemand geschrieben, find's ziemlich erstaunlich, wie Okay Kid es schafft, die Emotionen darzustellen. In der Stimme hört man sozusagen Ausbrüche, wie die Wut gewinnt, aber auch, wie sie scheinbar genauso schnell wieder verschwindet. Das Video unterstreicht das alles nochmal, gefällt mir. Mhm. Womit werdet ihr mit den jeweils anderen Bandmitgliedern wütend? Was muss man da machen bei euch, dass ihr wütend aufeinander seid? Weil, gestern war ich wütend. Wir haben so eine kleine Tour gemacht und wir haben irgendwie unseren Spaß gemacht, weil es war so ein Mini-Rahmen mit 70 Leuten nur. Und dann haben wir angefangen, dass ich auf einmal zu Raffi gesagt habe, okay, alles klar, wer hat Bock? Oder nicht zu ihm, sondern die zu Geschichte den werde ich jetzt Zuschauern. Nicht mehr los. Wer hat Lust auf einen Freestyle von Raffi? So. Ja. Und die wissen ja nicht, dass Raffi früher sehr gut gerappt hat, auch, aha, in der Killer Crew in Gießen. So, und dann alle so, yeah, und auf einmal mache ich Beatbox. Er kickt ein und mega nice, alle feiern. Dann irgendwann, ich wusste von nichts, sagt Raffi, wer hat Bock auf einen Freestyle von Jonas? Und ich so, fuck. So, ich habe ewig nicht mehr gefreestylt. Das war früher so die Basis von allem von mir. Mhm. Und auf einmal ist so, oh fuck, nee, jetzt muss ich free. Okay, ich muss durch, alles klar. Gerade so hinbekommen. Raffi war besser. Ich habe es gerade so hinbekommen. Aha. Und gestern sind wir da und dann so, okay, alles klar, Moritz hat noch nicht, Moritz Freestyle. Und dann hat er es nicht gemacht. Und hat sich rausgeredet und hat hinter meinem Rücken Raffi versucht einzureden, dass ich nochmal rappen müsste, weil ich ja schlechter gewesen wäre als er. So, und da war ich richtig so, ey Moritz, das kann nicht sein, du musst es durchziehen. Hast du die beide gegeneinander aufgespielt quasi? Genau, ich habe die aufgehetzt aufeinander und ich hatte das Publikum auch fast auf meiner Seite. Raffi hätte nur mitspielen müssen und den Beat anmachen sollen. Aber ich werde die Geschichte jetzt nicht mehr los. Aber es ist ungefähr so ein bisschen eigentlich so, wie wenn sich irgendwie Arjen Robben, Mats Hummels und Tiger Woods zum Fußballspielen treffen. So, ich kann nicht rappen. Ja. So. Also eigentlich gibt es nur noch eine mögliche Situation. Heute ist Haushalt, du hast recht. Er sollte rappen. Ich habe ja dann auch gesagt, es muss ja gar nicht rappen sein, er kann ja auch singen. Ich habe mich spontan aus der Sache gewunden gestern. Auch in unterhaltener Weise, die Leute waren begeistert. Und deswegen ist die Sache für mich erledigt. Und für euch? Noch lange nicht. Noch lange nicht? Was muss er tun, damit sich die Sache erledigt? Rappen lernen. Rappen auf jeden Fall. Ey, das braucht nur so 4 Zeilen, die muss der Moritz kicken, dann sind eh alle happy so. Ja. Okay, gut. Wir verfolgen das gespannt. Hier? Ja, du kannst noch ein bisschen weiter drumherum kratzen. Erkennt ihr es ungefähr, was da ist? Ein Elefant auf dem Klo. Elefantenklo. Ja. Ja. Ich habe mir sagen lassen, dass ihr einen besonderen Bezug dazu haben könntet, natürlich. Ja. Elefantenklo, erzählt mal. Ihr kommt aus Gießen. Wenn man jetzt so sieht, so okay, ja, Eiffelturm, dann hier Big Ben in London, Eiffelturm in Paris, dann ist das Elefantenklo quasi das für Gießen. Eine das überdimensional also große Brücke mit einem Loch in der Mitte. Also man kann sagen, es ist eins der schönsten und wunderbarsten Bauwerke, die in Deutschland je erschaffen wurden. Ja. Ja. Ihr habt ja auch einen besonderen Bezug zu Gießen. Ihr habt euch nämlich gedacht, in eurer Heimatstadt, ihr habt Bock, ein Festival zu veranstalten. Habt ihr vielleicht einen Moment, wo ihr sagt, okay, das war der Moment, da konntet ihr es wirklich richtig genießen. Das ist so der schönste Moment, an dem ihr zurückdenkt, wenn ihr an euer Festival denkt. Ich meine, es kommt aus euren Händen, ihr wart ja da, ihr habt das alles hautnah miterlebt. Gab es irgendwann mal so einen Moment, wo ihr dachtet, okay, es hat sich jetzt alles gelohnt, so der ganze Stress? Boah, das war sehr oft an dem Tag so. Ja, voll. Also so das erste Jahr war ja nochmal viel verrückter. Da haben wir alle, glaube ich, eine Woche vorher nicht gepennt, weil wir so nervös waren und parallel noch im Album schreiben und so. Dann haben wir das Album dort angekündigt. Dieses Jahr war es aber auch schon chilliger so, aber wir haben auch so eine Podcast-Bühne gemacht und das hat funktioniert, cool. Hat einen richtig guten Podcast gehabt. Und dann habe ich mir so Giant Rooks
aus der Crowd aus irgendwie reingezogen und es war echt, also ich breche dann regelmäßig immer so mit so leichten, kriege ich so Tränen in den Augen. Dann sehe ich das und denke mir so, ach ey, ist das schön, dass du sowas schaffst. Oder wann war das? Beim ersten Jahr auch danach noch immer wieder kamen so Dinge, keine Ahnung, ich bin eher nah am Wasser gebaut, am Meer gebaut. und doch, das war voll schön, einfach das zu sehen, dass du sowas für die Heimat machst halt. Ne? Ja, aber auch sehr viele Sachen, wo du denkst, warum mache ich das? Das ist so viel Arbeit und du hast so eine Verantwortung, bist mit einem Bein im Knast, wenn irgendein Scheiß passiert. Weißt du, fliegt so ein Ding, keine Ahnung, irgendeine Leuchte auf den Kopf von jemandem und du bist so am Arsch. Ja. Also das ist echt, und du wirst damit natürlich nicht reich, weil das ist einfach so eine Sache, die machen wir, wie kann man sagen, Vollzeit, Ehrenamt und... Herzensprojekt. Aber ist egal, Herzensprojekt, ja. Ja, cool. Das kommt ist vorbei, doch alle. Nächstes Jahr, 30.05. Pfingsten. Nice. Das ist doch ein sehr schönes Gefühl, mit dem wir zum Interview gehen können. Ich sage danke an euch Jungs, danke fürs Kratzen und euch danke fürs Zuschauen. Abonniert den Kanal für mehr und für euch habe ich noch eine Kleinigkeit, denn ihr müsst euch hier noch verewigen. Okay. Nice. Machen wir gerne. Was ist da? Penis auf den Hals gemalt, hinten auf den Nacken, aber das... Der ist immer noch nicht da, ein bisschen. Jonas fand das total. Bitte keinen Penis auf diese Box malen. Bitte, nein. Ich möchte nicht, dass hier ein Penis auf der Box ist.